Mein persönliches Highlight in Solingen. Frisch auf, liebe Leute, und herzlich willkommen in Grefrath am Marktplatz. Hier startet heute der Extremmarsch 70 Kilometer Klingenfahrt. Ich bin auch nicht alleine. Ich habe es ja schon angekündigt. Der Dominik ist auch mit dabei, der Verrückte. Wir wollen hier heute 70 Kilometer abrocken. Der Tendi startet noch. Von daher würde ich sagen, die Kirchenglocken klingeln. Dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß mit dem neuen Video. Schaut euch mal hier rechts den Bereich an mit diesen Holzlatten, die da dran sind. Ich denke mal, man kann das erkennen. Wir sind jetzt hier an dem Punkt, wo ich damals das Thumbnail gemacht habe für eine der Etappen vom Klingenfahrt. Das blende ich jetzt mal ein. Und hier sieht man wohl offensichtlich, dass hier schon aufgeforstet wird oder dass zumindest in Arbeit ist. Das finde ich sehr toll, weil ich ja auch immer mich dann frage, wann geht es hier weiter, ja? Die holzen ab, die transportieren ab, aber wann wird neu gepflanzt? Ich kenne mich natürlich jetzt nicht so besonders gut damit aus, welche Vorgaben dazu erfüllen sind oder welche nicht. Aber ich finde es toll, dass man halt eben schon hier ja vorbereitende Arbeiten macht, dass dann hier schnellstmöglich wieder was wachsen kann. So, 7,61 Kilometer gelaufen. So langsam wird es auch wieder ein bisschen heller. Aber es ist immer noch zu frisch, als dass wir die Jacke oder Pullover ausziehen würden. Aber es wird Zeit für meinen ersten kleinen Snack sozusagen. Wir laufen jetzt auf die Papiermühle drauf zu. Und dann geht es rechts ab auf den Ossianweg Richtung Schloss Burg und Münchner Brücke und sowas alles. Also wir werden hier auf jeden Fall noch einige tolle Highlights sehen. Wobei aber der Klingenfahrt nicht direkt nach Schloss Burg und zur Münchner Brücke führt, sondern halt eben immer etwas oberhalb. Aber wir werden so sowohl das eine als auch das andere zu Gesicht bekommen. Und so würde ich sagen, geht es weiter auf die nächsten über 60 Kilometer auf dem Klingenfahrt. Die sehen mich gar nicht. Wieso? Muss ich mal hinterher eiern lassen. So, liebe Leute, herzlich willkommen in Solingen-Scharberg. Wir machen ja nicht etwa eine Pause, sondern ich werde eben meine Jacke ausziehen, weil es doch jetzt recht warm ist. Und dann geht es direkt gleich weiter unterhalb, oder beziehungsweise etwas oberhalb der Münchner Brücke durch.
Dann laufen wir an dem Pavillon vorbei, wo ich auch schon mal eine Pause gemacht habe. Ich glaube, da habe ich mir so eine China-Pfanne oder irgendwie sowas gemacht. Ja, das wird auf jeden Fall auch nochmal ein spektakulärer Ausblick werden auf die Münchner Brücke. Und so würde ich sagen, packe jetzt hier eben meine Jacke hin an den Rucksack dran und dann geht's fix weiter. Ja, jetzt haben wir eben die Münchner Brücke unterquert. Wir sind ja gerade an dem, an dem Klingenfahrt-Denkmal oder an dieser Scheibe vorbei. Da gibt es zwei Stück auf dem Klingenfahrt und einen haben wir schon geschafft. Und hier ist dann wieder der altbekannte Pavillon von der Kameradschaft Biene, erneuert 1984. Und hier hat man einen absolut fantastischen Ausblick auf die Münchner Brücke. Ach, das ist einfach ein Träumchen. Da ist sie. Ja, unten entlang sind wir nicht gegangen, weil der Klingenfahrt nicht unten entlang führt. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass ich beim allerersten Mal, als ich den Klingenfahrt gelaufen bin, nämlich da unten entlang gegangen bin, fälschlicherweise, weil ich gedacht habe, intuitiv, der Klingenfahrt geht da unten entlang. Ist er aber nicht und so gehen wir jetzt direkt heiter weiter auf die nächsten Kilometer Richtung Schloss Buck. Ein kleiner Zwischenstopp. Der Dominik muss eben die Socken wechseln, macht aber auch nichts. Wir wollen es ja so angenehm wie möglich machen hier. Ich habe mir jetzt hier schon Milchbrötchen reingepfiffen. Werde jetzt meinen Rucksack gleich nochmal absetzen, weil ich den Akku wechseln muss. Und somit darf ich euch dann jetzt auch offiziell auf der dritten Etappe des Klingenfahrt herzlich willkommen heißen. Das wollte ich eigentlich ursprünglich mal so eingeführt haben, dass ich sage, die erste Etappe, zweite Etappe. Wenn es mir einfällt, werde ich es dann wieder erwähnen bei den folgenden Etappen. Und ihr seht, da oben geht es weiter. Richtig urig, richtig tolle Pfade hier. Also es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Boah, beim Dominik auch. Lass dir schmecken, Jung. Die auch. Also wieder mal absolut verrückt, was hier in den Wäldern los ist. Die Fichten werden hier abgeholzt wegen dem Borkenkäfer, das kennen wir ja schon. Ich glaube, das wird auch ein leidiges Thema werden und bleiben. Für die nächsten Jahre vielleicht sogar. Aber ich habe ja schon bei der Natursteig-Siegwanderung gesagt, dass das halt eben sehr lange braucht, bis sowas wieder aufgeforstet ist und bis dann entsprechend Bäume ja nachgewachsen sind. An dieser Stelle sei mal gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, welches Video jetzt als erstes rauskommen wird. Höchstwahrscheinlich dieses Klingenfahrt-Video, weil das doch mit dem Natursteig-Sieg ein bisschen aufwendiger ist. Da war die Drohne mit dabei. Da habe ich mit dem Handy noch ein bisschen gefilmt. Also, ja, ich muss mal schauen. Aber ihr werdet es ja, wenn ihr dieses Video seht, wissen, welches als erstes rausgekommen ist. Und somit stampfen wir weiter. Kilometer um Kilometer. Zum ersten Verpflegungspunkt, der wird bei Kilometer 30 sein. Und wir peilen so an, etwa um 13 Uhr dort zu sein. Das sind jetzt etwa noch 3 Stunden, das dürfte ganz gut hinkommen. We'll be right back.
Hat Spaß. Ich sag da jetzt nichts zu, liebe Leute. Ich wollte jetzt eigentlich nur filmen, wie ich hier über den Baumstamm kletter. Und der Dominik macht hier wieder irgendwelchen Blödsinn. Das läuft hier im Übrigen in einer Tour so. Also wir haben hier auf jeden Fall mächtig Spaß hier. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal schön weit hoch. Und dann gibt es da oben eine Tankstelle. Aber ich glaube, die können wir geflissentlich auslassen. Und ja, dann geht es erstmal rund um die Sengbachtalsperre. Bis wir dann bei Kilometer 30 in etwa bei unserem ersten Verpflegungsposten angekommen sind. Da wartet der liebe Sebastian auf uns, der freundlicherweise den ersten Verpflegungspunkt für uns organisiert. Und so geht es heiter weiter Richtung und entlang der Sengbachtalsperre zum Verpflegungspunkt Nummer 1. Herzlich willkommen in Hörath und herzlich willkommen zur vierten Etappe des Klingenpfad. Jetzt geht es strammen Schrittes Richtung Sengbachtalsperre. Diese kleine wundervolle Bank nutzen wir jetzt für eine letzte kleine Verschnaufpause vor dem ersten VP, auch wenn das eigentlich nicht nötig ist, aber wir haben uns das vorgenommen, so hin und wieder auch ein kleines Päuschen zu machen. Ich werde mir jetzt eben noch ein Milchbrötchen reinhauen und dann geht es auf die letzten Kilometer bis zum ersten VP. Wie läuft das? Sehr gut. Jetzt sind tatsächlich nur noch 4 Stück bis zu dem. 4 Kilometer? Ja. Ja, also 4 Kilometer bis zum VP. Von daher sehen wir uns dann, denke ich, erst am VP Nummer 1 wieder. Ja, jetzt muss man da noch einen kleinen Umweg durch Wälder und abseits der Wege gehen, weil hier doch einiges gesperrt ist. Manches aber nicht richtig abgesperrt war. Wir haben jetzt einen gefragt, ob wir da durchgehen konnten. Das war in Ordnung, aber dann liefen wir direkt auf hier auch so eine fette Maschine drauf zu, die da die Bäume angezogen hat und wahrscheinlich entastet hat. Könnte das ein Harvester sein? Ja, vielleicht, ne? Dominik, ist sich nicht sicher. Aber da unten verläuft der Klingenpfad und da treffen wir jetzt gleich auf jeden Fall wieder auf den. Ließ sich leider nicht ändern, aber wir werden trotzdem auf einige Kilometer kommen, die dem Klingenpfad entsprechen. Und so würde ich sagen, sind es jetzt noch 1,5 Kilometer bis zum Verpflegungspunkt
und dann melde ich mich wirklich da nochmal. Herzlich willkommen am Verpflegungsposten vom Sebastian. Da hat er ganz was Feines aufgetischt hier. Ja, ein paar Brötchen, ein paar Brezel jetzt zu trinken. Ne? Banane, Apfel, was man so braucht. Ja, alles was richtig ist und was gut tut. Und rumdrehen mit mir. Genau, guck mal, Dominik. Winke mal in die Kamera. Ja, hi. Da, hi. Wir winken auch wieder alles auseinander wahrscheinlich. Ja, also, das war auf jeden Fall eine richtig tolle Nummer hier. Und für uns geht es gleich weiter auf den Klingenpfad der Etappe Nummer 5, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das ist inoffiziell auch die Königsetappe mit den meisten Steigungen, wenn mich nicht alles täuscht. Also ist der Dominik auch schon mal vorgewarnt. Und so geht's gleich heiter weiter. So, nach dem Verpflegungspunkt 1 geht's direkt rauf auf den Pfaffenberg. Wie ich schon gesagt habe, glaube ich, die Etappe 5 ist die Königsetappe mit ordentlich Steigung. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal an den Sebastian für diesen hammermäßigen Verpflegungsposten. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal recht herzlich dafür. Und ja, unser Weg führt uns jetzt weiter Richtung Balkhauser Kotten, Wipperkotten. Also noch einige interessante Highlights von Solingen. Und so freue ich mich ja gleich auf tolle Aussichten auf den Balkhauser Kotten. Den Wipperkotten hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Und so geht's heiter weiter mit ordentlich Steigung rauf weiter auf den Pfaffenberg. Kilometer 45, liebe Leute, und wir stehen kurz vor der Steigung des Todes, also aus meiner Sicht zumindest. Wenn man nach 45 Kilometern an eine Steigung ranläuft, wie wir es jetzt machen, und man weiß, was da kommt, die ist kurz, aber knackig, kann ich euch versprechen. Also wenn ihr selber schon mal den Klingenpfad hier gelaufen seid, Rüden Richtung Wipperkotten, ich weiß jetzt aktuell nicht, welche Etappe das ist, blende ich jetzt mal ein. Dann werdet ihr an einem verlassenen Haus vorbeikommen und rechts abbiegen dann, da geht es dann den Berg hoch. Oh, da sehe ich den schon. Also ich kann euch sagen, das wird auf der Kamera definitiv nicht so rüberkommen, wie es in Wirklichkeit ist. Aber ich werde es trotzdem filmen, werde aber nicht zu euch sprechen, weil ich jetzt schon außer Atem bin. Und so würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder, wenn wir oben angekommen sind, nach der Steigung des Todes. Boah, Junge. Also, ihr glaubt's nicht. Das ist so eine arschsteile Nummer hier. Wir sind jetzt etwa auf der Hälfte. Körpergröße. Also ihr könnt mal sehen, wie steil das ist. Eine Körpergröße Unterschied. Das ist echt verrückt. Das ist echt verrückt. Ich werde jetzt einfach die Kamera laufen lassen, aber nichts zu euch sagen. Junge, Junge, Junge. So, herzlich willkommen auf dem Kopf. Das ist absolut fantastisch.
absolut wahnsinnig. Die Friedrichshöhe ist hier. Also wenn ihr das kennt, wisst ihr, was das für eine Steigung ist. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Was sagst du, Dominik? Kranke Nummer, ne? Ja. Das sieht nach nichts aus. Aber krank. Die ballert richtig rein. Also das kann man bestimmt. Mehr als 15% oder? Total verrückt. Also falls ihr vorhabt, weil der Dominik das eben angesprochen hat, mal einen 100 Kilometer Marsch zu machen mit ordentlichen Höhenmetern und ihr kommt hier aus der Nähe von Solingen und habt mal Lust, so einen Testmarsch zu machen, können wir beide euch definitiv den Klingelpfad empfehlen, weil der so für Höhenmeter technisch ordentlich reinballert, auch wenn er nur 70 Kilometer hat. Aber ich glaube, wie der Dominik auch sagte, wenn man den hier gut durchzieht, dann schaffst du jeden Mammutmarsch. Wollte ich gerade sagen, dann schafft man die 100 auch. Ja. Oder jeden anderen auch. Ne? So, jetzt geht's hier gleich weiter. Wir kommen mal eben zu Atem. Und dann geht's gleich weiter auf dem Klingenpfad. Kilometer gelaufen, liebe Leute, und wir kommen jetzt, vielleicht kann man es schon hören, an mein persönliches Highlight in Solingen. Ihr könnt es euch vielleicht denken, ich habe es ja in einem ein oder anderen Video schon gesagt, das ist hier bergisches Fachwerk, bergisches Handwerk, die Wupper, trifft ja alles aufeinander und ich gehe einmal hier rum, dann drehe ich mich rum, liebe Leute, und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen am Wipperkotten nach gelaufenen 48 Kilometern. Es ist einfach traumhaft, dem Rauschen zuzuhören von der Wupper, deswegen halte ich jetzt auch mal die Klappe. Es ist einfach traumhaft. Alles andere wäre gelogen, wäre untertrieben. Es ist einfach toll. Der Verpflegungspunkt Nummer 2. Schöne Grüße an den Ingo an dieser Stelle schon mal. Und vielen Dank für den Mega-Support. Denn er betreut für uns heute den Verpflegungspunkt Nummer 2. Der kommt in etwa 2,5 Kilometern. Somit haben wir jetzt die 50 Kilometer Marke durchschritten. Sind jetzt etwa bei 50,5 Kilometern. Bei 9 Stunden und 28 Minuten in Bewegung an dieser Stelle. Und reine oder Gesamtzeit sind 11 Stunden 34. Weil wir da beim Sebastian etwas mehr als eine Stunde rumgetöttert haben und gegessen haben und getan und gemacht haben. Ja, bei so einem Mammutmarsch, Megamarsch kann man das natürlich auch machen. Würde ich aber in dem Fall nicht machen. Aber wir hatten jetzt auch keine Zeitvorgabe, keinen Stress. Und somit ist alles in Ordnung, so wie es ist. Und dann würde ich sagen, geht's weiter auf die nächsten 2,5 Kilometern. Und dann melden wir uns nochmal bei Verpflegungspunkt Nummer 2. Juhu!
So, liebe Leute, VP2 liegt vor uns. Da sehe ich schon den Ingo. Freut mich auf jeden Fall mega, dass es geklappt hat. Da ist der liebe Ingo, aber wir gehen da jetzt natürlich auch noch mal hin. Grüß dich. Grüß dich. Hallo. Alles gut? Ja, bestens. Und bei euch? Ja, läuft, ne? Läuft? Ja. So, wir werden jetzt ein bisschen verpflegen und dann melden wir uns gleich noch mal. So, lieber Ingo, wir bedanken uns recht herzlich bei dir für diesen wundervollen Verpflegungsposten. Gerne. Schaut gerne beim Ingo mal vorbei. Der Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich sage danke. Und wir ziehen jetzt heiter weiter über den Klingenpfad die letzten 17 Kilometer. Viel Erfolg, Jungs. Danke. Ihr schafft das. Ja. Wie ihr seht, mittlerweile wird es ordentlich dunkel, deswegen habe ich die Videoleuchte schon angebaut. Wir laufen jetzt durch die Ohligser Heide, beziehungsweise erstmal den Engelsberger Hof, dann die Ohligser Heide und dann geht es schon Richtung Intertal und sowas alles. Bis dahin wird es aber wahrscheinlich so dunkel sein, dass die Kamera nichts mehr einfangen kann. Von daher würde ich sagen, ich gucke, was zu filmen ist und was eben nicht. Und ansonsten würde ich sagen, wir melden uns dann nochmal am Zielpunkt, und zwar am Grefrater Marktplatz. Nach gelaufenen 70 Kilometern, da bin ich auch schon gespannt, was Komoot mir da für Zahlen angibt. Die werde ich euch dann am Ende des Videos noch nennen. Und so geht es heiter weiter auf die letzten knapp 15, vielleicht 14 Kilometer durch die Ohligser Heide, Ittertal, zurück zu unserem Startpunkt. Liebe Leute, ich kann das Ziel sehen. Ich habe das Telefon in der Hand. 19 Meter sind es noch bis zum Grefrater Marktplatz. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, das war auf jeden Fall eine richtig, richtig arschgeile Nummer. 70,1 Kilometer. Ich drehe mich gerade mal rum. Auch wenn man vielleicht nicht allzu viel erkennen kann. Da ist der Brunnen. Da sind wir heute Morgen um 7 Uhr gestartet. Wir haben jetzt 23 Uhr. Ich werde jetzt eben die Aufnahme stoppen. Eieieiei, ich kann sagen, das war eine Nummer, ey. Kann ich wirklich nicht anders sagen. 70,2 Kilometer. In 13 Stunden und 3 Minuten. Gesamtzeit natürlich. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,4 km/h. Eine arschgeile Nummer, Junge. Ich bin einfach kaputt. Ja, ich bin auch froh, jetzt, dass das wirklich vorbei ist. Und war auf jeden Fall ein gutes Team, ne? Auf jeden Fall haben wir gut gemacht. Also der Mammutmarsch 100 Kilometer NRW kann auf jeden Fall kommen. In diesem Sinne möchte ich an dieser Stelle das Video beenden. Schaut gerne beim Dominik vorbei. Der hat von dem Extremmarsch hier natürlich auch ein Video gemacht. Mit diesen Worten sind wir raus. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Dominik und der Jörg. Ciao. Ciao. Mein Gott. Hier geht's links.